Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Bayern, vor dem Parlament herrscht eine Tropenhitze. Über 38 Grad wurde in den letzten Tagen gemessen. Und auch im Parlament in Straßburg geht es heiß her. Gleich am Montag begann eine Debatte über das weiße Gold, über die Milch. Bei uns allen ist die Milch im Kühlschrank immer griffbereit. Doch bis sie dort landet, sind viele Handgriffe nötig. In vielen Discountern ist derzeit ein Liter Milch wieder für unter 50 Cent zu haben. Jedes Mineralwasser kostet mehr. Seit 31.03.2015 gibt es keine limitierende Obergrenze mehr in der Milcherzeugung. Die Milchquote ist gefallen. Schon Monate zuvor wurde wieder der Weg hin zur Mehrproduktion eingeschlagen und damit ganz klar zum Preisverfall. Die Milchmarktkrise ist wieder da. Wie bereits vor 20 Jahren, erinnern Sie sich? Butterberge und Milchseen? Jetzt heißt es, die richtige Richtung einschlagen. Keine Förderung von Mehrproduktion. Schaffung eines Marktverantwortungsprogramms mit freiwilliger Minderproduktion, um den Preis zu stabilisieren. Und vor allem ein ganz klares Nein zu subventionierten Export in die Länder der Dritten Welt. Wissen Sie, dass unsere Art, überschüssige Agrarprodukte in der Dritten Welt auf den Markt zu werfen, Flucht erzeugt? Wer die Märkte in den Ländern des Südens zerstört, schickt damit Menschen auf die Flucht. Das ist ein Fakt. Und daran dürfen wir uns nicht beteiligen. Kurz vor dem Betreten des Plenarsaals wurde diese weißen, gehäkelten Blumen verteilt. Sie sollen Erinnerungsblumen sein an Srebrenica. Nie wieder Hass und Gewalt. Nie wieder Traurigkeit und Horror. Wir sollen niemals vergessen, wir müssen uns täglich für den Frieden einsetzen. Denn zum 20. Mal jährt sich in diesen Tagen das Massaker von Srebrenica. Wir alle tragen die Blumen. Sie sind nicht nur ein Symbol an der Bekleidung. Sie müssen uns die tägliche Basis in der europäischen Arbeit sein. Lassen Sie uns nicht vergessen und lassen Sie uns immer gemeinsam für ein friedliches Europa arbeiten. Für mich ging es dann weiter. Es folgten Sondersitzungen zum Thema Griechenland. Erst in der deutschen Gruppe, dann in der S&D-Fraktion und später auch im Plenum. Der griechische Chef war zu Gast in Straßburg und hat versucht, sein Handeln und Agieren darzulegen. Das haben Sie sicher im Fernsehen schon alles gesehen. Wir werden ja täglich mit sehr, sehr vielen Informationen versorgt. Doch sind sie auch alle echt und sind sie wahr? Für uns Abgeordnete im Europäischen Parlament war die Diskussion sehr, sehr aufschlussreich. Mal Applaus rechts, mal links, mal kunterbunt. Ein Applaus war über alle Fraktionen hin stark zu hören. Die Europäische Bürgervertretung, die Abgeordneten wollen, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden und dass die Türen für Griechenland offen bleiben. Wer jahrzehntelang daran arbeitet, Grenzen und Gräben zu überwinden, darf doch nicht Türen zuschlagen. Nach diesem Thema nahtlos ging es zu einem anderen Thema, nämlich zu den Abstimmungen über die Resolution im Europaparlament zum Thema TTIP. 118 Änderungsanträge lagen noch einmal auf dem Tisch. Das heißt also rund 100 Abstimmungen. Ein Antrag stand dabei ganz besonders im Fokus, der Antrag Nummer 117. Er sollte einen Kompromiss darstellen in Sachen ISDS. Sie kennen es. Es geht um den Mechanismus der Streitschlichtung zwischen Konzernen und Staaten. Die Formulierung hieß, frei für Sie übersetzt, wir wollen kein altes, bekanntes ISDS mit den bekannten Problemen, sondern wir wollen ein neues System. Mir war wichtig, meine klare Haltung gegen ISDS ausdrücken zu können. Deshalb konnte ich diesem schwammigen Kompromissvorschlag, ein neues System, nicht zustimmen. Ich hätte das Gefühl gehabt, einen Blankoscheck auszustellen oder eine Wundertüte. Es war sicherlich ein Meisterstück, solch eine Formulierung zu finden, hinter der zwei Drittel der Abgeordneten anscheinend stehen. Doch die große Zustimmung, auch der klaren TTIP-Befürworter zu diesem Kompromiss im Parlament, diese Zustimmung macht mich stutzig. Wie gesagt, ich habe gegen diesen Kompromiss gestimmt und gehöre zu den 33% der Abgeordneten, die sich eine klarere Formulierung gewünscht hätten. Denn es geht um eine sehr, sehr ernste Sache.
Neben TTIP ist der Aufreger der Woche das Thema Panoramafreiheit. Ein Foto vor einem Gebäude, dessen Architekt noch keine 70 Jahre tot ist, könnte gegebenenfalls in der Zukunft eventuell nicht mehr auf der Homepage erscheinen dürfen, ohne dass es zu Abmahnungen kommen könnte. Bei Facebook wäre es ebenso. Hierzu haben mich zahlreiche Briefe auch aus Bayern erreicht und ich merke, wie in mir die Wut und der Ärger aufkommt. Wir haben es in der Hand, unsere Welt zu gestalten. Das Verbot der Panoramafreiheit gehört in meinen Augen ganz sicher nicht zu einer freiheitlichen Welt, oder? Lasst uns Sinnvolles für die Menschen tun, Sinnvolles mit einem Mehrwert. Ein Mehrwert aber nicht für Inkassobetriebe und Abmahnanwälte, sondern ein Mehrwert für Lieschen Müller, wie wir in Deutschland sagen, oder für The Girl Next Door, wie die Engländer sagen, oder wie sagen eigentlich die Franzosen zu Lieschen Müller? Ich werde mal nachfragen. Wenn ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, dann sage ich auch auf Wiedersehen nach Lettland. Von 1.1. bis 31.6. hatte Lettland die Ratspräsidentschaft inne. Zum ersten Mal. In 14 Jahren ist Lettland turnusmäßig wieder dran. Doch jetzt kommt erst einmal ganz klar nach dem ABC entsprechend für die nächsten 6 Monate Luxemburg. Also, auf Wiedersehen Lettland, grüß Gott Luxemburg und pfiat nach Bayern. Ihre Maria Neuchl.